herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder ein Special Guest. Yay. Mal wieder nicht alleine. Und endlich ist die liebe Julina bei mir. Endlich. So lange rede ich schon davon, komm, lass uns mal endlich ein Video zusammen drehen, weil wir uns total gut verstehen, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben. Und wir schreiben auch relativ häufig so privat einfach. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute bei mir zu Besuch ist. Ja, es ist mega schön hier. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Der Florian ist auch dabei, sitzt hier im Hintergrund. Genau. Und heute werde ich krass transformiert quasi. Genau. Ich werde komplett anders aussehen. Ihr werdet mich gar nicht wiedererkennen. Ja, mal gucken. Also ihr habt noch nicht den richtigen Look im Kopf, aber es wird auf jeden Fall anders sein, weil ich gehe ja immer so eher natural bin ich ja unterwegs. Genau, wir probieren heute schon so ein bisschen Instagram Full Glam Make-up mal mit Nina zu machen. Und ich freue mich. Ja, da lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze wird. Ich habe nur als kleiner Disclaimer vorab lange Zeit als Make-up-Artist gearbeitet, aber das ist echt einige Zeit jetzt her und seitdem schminke ich mich halt nur selber. Okay. Dementsprechend, das ist so ein bisschen eher zum Spaß. So, das ist, ja. Mal gucken. Wir haben auch gerade übrigens auf ihrem Kanal gedreht ein Video, ein richtig cooles, Face Swap. Ich habe mich mit ihren Produkten geschminkt. Ich habe mich auch gerade abgeschminkt, deswegen sehe ich wahrscheinlich noch ein bisschen schlimm aus. Ich habe auch direkt Ausschlag bekommen, aber. Oh nein. Ja. Egal, wird ja gleich nicht mehr zu sehen sein. Und ja, ich würde sagen, hol die Pinsel raus. Let's go. Also Julina ist perfekt ausgestattet. Ja, ich habe hier einiges mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn schon, denn schon. Was das Frauenherz begehrt. Ich starte als allererstes mit dem Primer von Urban Decay. Das ist der Optical Illusion Primer. Der ist ein super schöner Weichzeichner für die Haut. Und dann wird das Ganze richtig schön glatt und ebenmäßig im Endeffekt. Gut. Urban Decay kann ich gut vertragen. Sehr gut. Ich wurde bisher, okay, zur Hochzeit auch, dann einmal auf einem Douglas, kleines Douglas-Event, professionell geschminkt, aber sonst noch nicht. Okay, aufregend. Also klar zu so einem Drehmal, aber das war, da war ich nicht zufrieden. Okay. Und als weitere Grundlage benutze ich von Kat Von D das Locket Spray, einfach um den Primer richtig schön einzusiegeln. Mm. Sehr gurkig, ne? Ja, aber total angenehm. Mega schön. Ich mag die auch richtig, richtig gerne. Das ist nicht so voll ins Gesicht rein. Boah, ich bin so gespannt. Du wirst quasi mich verschönern. Genau, ich probiere halt so ein bisschen das Beste immer rauszuholen. Also das Beste noch zu unterstreichen und alles, was halt nicht so optimal ist oder man halt nicht so gerne mag, ein bisschen zu verstecken. Und falls ihr das noch nicht über mich wisst, ich liebe es, Foundations zu mixen. Ich habe immer das Gefühl, damit holt man das Beste aus allem raus. Und man kann sich halt so seine eigene kleine Textur, Tinktur zusammenmischen. Und der allerbeste Trick, immer ein bisschen Flüssig-Highlighter mit in die Mischung rein. Dann ist das Ganze nämlich super glowy und strahlend und sieht ein bisschen frischer aus und nicht so zugekleistert. Wir haben gerade hier so ein bisschen umdisponiert. So könnt ihr besser gucken, glaube ich. Okay. Gott, sehe ich aus. Rote Augen. Ach man, das wird gleich alles besser. Hast du empfindliche Haut? Nicht so. Eher über einen längeren Zeitraum, dass ich Produkte habe, wo ich irgendwie nach 3-4 Wochen merke, nö, nicht so. Aber direkt so eine Sofortreaktion habe ich eigentlich nicht. Für Concealer benutze ich jetzt den NARS Ready Creamient, Creamy Radiant, so rum Concealer. Und zwar in meinem Farbton und nicht in Ninas, weil ich das so ein bisschen heller haben möchte, für so einen richtig aufgehellten unteren Augenbereich. Der ist gut. Der also ist NARS super schön. Hast du eine Lieblingsfoundation? Das ist schwierig. Also in letzter Zeit bin ich total von der La Mer Foundation begeistert. Mhm. Muss aber auch sagen, Face and Body von MAC ist sehr schön. Mhm. Kommt halt immer total drauf an, was ich gerade mag und was ich gerade möchte. So eine, die für alles funktioniert, habe ich leider nicht. Und bei dir? Also im Moment mag ich die von Marc Jacobs sehr. Die vertrage ich gut, die ist hat eine gute Deckkraft, kann man auch ein bisschen leichter auftragen. Dann hat man nur so ein bisschen Deckkraft oder wenn man mal was Spezielles vorhat, ein bisschen mehr, kann man die aufbauen.
Die finde ich echt gut. Die sind neu, die Dinger. Genau, das hier ist jetzt was ganz Neues von NYX. Das sind die Total Cover Concealer oder Gacha Covered. Und da benutze ich einen dunkleren Ton, damit ich Nina so ein bisschen aufbronzen kann, wie so eine Art Cremekontur. Mhm. Das ist interessant, dass du so einen hellen nimmst. Ich wollte halt erstmal soft bronzen und gleich gucken wir mal, wie viel wir noch eventuell konturieren oder wie viel wir noch an Farbe nachgeben müssen. Aber bei Bronzen bin ich halt immer erstmal vorsichtig, weil das schnell schlammig aussehen kann. Und jetzt gehen wir rein mit einem ganz, ganz dunklen Ton hier, aber auch wirklich nur ganz vorsichtig. Weil wenn ich das sonst gleich nicht ausgeblendet kriege, dann gibt es ein Problem. Oh doch, das funktioniert aber gut. Muss man vorsichtig sein, aber schön. Wenn man blond ist, muss man nur zwischendurch so ein bisschen mit dem Haaransatz aufpassen. Weil wenn man das da reinarbeitet, dann hat man orange Haare. Ja, das könnte ich. Also es war ein Problem, als ich so richtig helle Haare hatte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da war selbst der Hoola Bronzer viel zu orange. Wolltest du immer schon Make-up-Artist sein? Nee. Das kam eher aus der Situation heraus, dass ich halt für mich selber Interesse daran hatte, das so ein bisschen zu lernen. Und dann habe ich gedacht, ja, mache ich mal. Und dann wurde das immer besser. Und irgendwann habe ich gedacht, du, warum eigentlich nicht? Dann habe ich mitbekommen, dass Mac bei uns in Bremen halt Leute gesucht hat. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Und dann hat das geklappt. Dann habe ich 3,5 Jahre für Mac als Make-up-Artist gearbeitet. Ich wollte eigentlich immer Lehrerin werden. Lehrerin? Hm. Spanisch und Kunst. Habe ich auch 3 Jahre studiert. Meinen Bachelor habe ich sogar fertig gemacht. Voll gut. Ja. Hey, du hast so ein Faible für Fremdsprachen auch, ne? Ja, so ein bisschen. Also ich spreche Englisch, Spanisch und Deutsch, halt nur 3, aber die dafür halt fließend. Wow, finde ich mega. Eine Freundin von mir spricht, ich glaube, 5 oder 6 Sprachen fließend. Verrückt, krass. Ich finde, dafür musst du geboren sein. Ja. Irgendwie. Die spricht fließend Französisch, Englisch, Polnisch, Deutsch, ich glaube, Russisch auch ein bisschen, Spanisch auch ein bisschen. Wow. Aber Französisch allein schon fließend zu sprechen, finde ich schon gut. Das ist eine Sache, die ich auch gerne können würde. Französisch ist eine richtig schöne Sprache. Ich wünschte, ich hätte einfach so 6, 7, 8 Sprachen drauf fließend. So, ich glaube, ich setze mich eben doch nochmal richtig hin. Dann sieht man dich. Dann sieht man mich auch und dann sitze ich dir ein bisschen gerader gegenüber. Und zack. Was machst du gerade? Ich bronze gerade nochmal jetzt mit Puder nach. Um die cremigen Produkte zu fixieren, ist es halt immer ganz schön, wenn man da mit Puder nacharbeitet. So hält es erstens länger und es wird so ein bisschen dreidimensionaler. Man hat nicht nur eine Schicht im Gesicht, sondern man baut das halt ganz soft aufeinander auf. Die meisten denken immer, Angelina, du klatscht dir 8 Kilo Make-up ins Gesicht. Tatsächlich sind es meistens nur 6, aber die einzelnen Schichten sind halt super, super dünn. Ja, das sieht man. Das wollte ich gerade sagen. Du nimmst wirklich sehr wenig. Ja. Und dadurch halten die einzelnen Schichten halt auch besser aneinander. Und wenn eine weg ist, ist es nicht so schlimm, weil es dann noch 2 andere da. Dauert halt dadurch länger, aber es hält besser und sieht meistens auch besser aus. Wieder was gelernt. Was machst du da? Ich korrigiere das, weil ich eben ein bisschen übergemalt habe. Dann gehe ich ganz soft mit dem Foundation Mix von eben einmal drunter lang. Und dann sieht es trotzdem soft aus. Ich möchte zwar so ein bisschen Glam Look, aber ich möchte keine Nacktschnecken-Augenbraue. Was ist Glam Look? Glam Look ist so ein bisschen Instagram. Also die scharfen Augenbrauen. Genau. Und das mag ich halt nicht ganz so gerne. Ich finde es halt schöner, wenn die Augenbrauen ein Rahmen fürs Auge sind, aber halt nicht so, boom, Augenbraue. Sieht halt, nee, nicht so meins. Nein, meins auch nicht so. Wird's schon dunkel draußen? Voll schön konturiert, sicher jetzt schon. Ach, du darfst nicht gucken. Ach so, ich darf nicht, okay. Jetzt gehe ich rein mit der Lidschattenpalette, okay, und zwar von Jaclyn Hill mit Morphe. Ist das diese hier? Ich finde die ganz cool, weil da hat man so viel in einer Palette an verschiedenen Sachen drin. Ja, und was ich dann nehme? Soll ich mal kurz sagen, in ihrem Video habe ich Dieb verwendet. Also wenn ihr sehen wollt, wie Nina mit türkis schimmerndem Lidschatten aussieht, ja, wisst ihr Bescheid. Guckt auf ihrem Kanal vorbei. Einmal zu mir rüber. Genau. Schließen.
Was kommt jetzt eigentlich? Darf ich das wissen oder das ist ein Geheimnis? Die Farben? Ja. Es wird relativ, ja, ich mache einen Mix. Also ich hatte eben hier so die Beige und auch ein bisschen Ockertöne. Mhm. Aber ich werde mir gleich spontan ein Highlight raussuchen. Entweder wird es hier eins aus der Ecke mit den Rosé-Tönen oder eventuell auch eins mit den Blauen. Okay, bleibt spannend. Kamera geht immer zwischendurch aus. Zu heiß gelaufen schon. Oder wir sehen so gut aus. Wir sehen so gut aus, genau. Das wollte ich dich fragen, genau. Gibt es eigentlich so Farben, wo du sagst, die ist perfekt für braunhaarige und braune Augen oder für Blondinen und blaue Augen? Mag ich eigentlich nicht so gern, nach solchen Schubladen zu arbeiten. Im Endeffekt finde ich, dass man jede Farbe eigentlich ganz gut kombinieren kann. Und es wirkt halt eher aufs Gesamtbild, als jetzt nur auf die Haarfarbe. Mhm. Also, klar, man kann natürlich sagen, immer so ein bisschen in die Kontraste zu arbeiten ist gut. Also mit grünen Augen ist natürlich schön, wenn man so ein bisschen ins Lila geht. Ganz soft natürlich nur. Oder mit blauen Augen so ein bisschen orange. Und mit braunen Augen hat man eigentlich freie Wahl. Oh ja, schöne Farbe. Was denn? Tiefes Marienblau. Ehrlich? Gar nicht. Nee, das Blutrot. Komplett übers Lid. Ach, schön. Für den unteren Wimpernkranz baue ich das Ganze jetzt so ein bisschen softer auf, dass ich halt auch erst mit diesen neutralen Tönen mir eine Basis schaffe. Und da möchte ich halt tatsächlich jetzt einen richtigen Farbklecks ins Zentrum setzen. Und ja, das mache ich gleich entweder den oder den. Mal gucken. Ganz spontan. Ja. Wo ist Louis eigentlich? Bei meiner Oma. Die passt total gerne auf. Die hat auch einen Hund. Aber wenn Louis da ist, hat Louis Priorität. Verstehen die sich gut? Ja, ja. Louis macht den anderen immer fit. Obwohl der andere halt größer ist als sie. Das ist immer so. Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich Königin. Wenn man mal hören könnte, was die sagen, ne? Ja, ja, das stimmt. Die Holly ist auch so ein bisschen wie so ein Hund. Ich meine, ich suche die ganze Zeit schon. Holly versteckt sich die ganze Zeit. Ja, die versteckt sich wahrscheinlich unterm Bett oder so. Vielleicht kommst du gleich mal raus. Wenn ich drehe, kommt die eigentlich immer raus. Und okay. Springt die hier rum wie so eine Irre, ist am Rennen und so. Oh, geil. Das ist schön. Moment, dafür muss ich einmal aufstehen. Gibt es eigentlich einen YouTuber, den du besonders gerne guckst? Vielleicht einen amerikanischen? Oder in erster Linie sind es die Amerikaner. Ja. Ich schaue sehr, sehr gerne Gigi Gorgeous. Kennst du die? Ja, klar. Die ist super. Ich schaue total gerne Jaclyn Hill, Patrick Star, Jeffree Star. Ja, ich glaube, das sind gerade so meine Favoriten. Wahrscheinlich habe ich jetzt jemand total Wichtiges vergessen. Nee? Also guckst du lieber so Tutorials? Ja. Und du? Ich gucke sehr gerne so Vlogs, aber okay. So Vlogs, die nicht so, also ich finde auch teilweise Vlogs schön, die so richtig krass geschnitten sind, ja. Aber am liebsten gucke ich Vlogs, die fast gar nicht geschnitten sind. So ja. Richtige, wie kleine Maus-Vlogs, also wenn man einfach dabei wäre. Das ist schön. Ja, das machen wir auf unserem Vlog-Kanal ja auch ähnlich, dass wir uns die Arbeit, also es geht gar nicht so krass, dass wir uns die Arbeit nicht machen wollen, das ist auch ein Aspekt, aber in allererster Linie soll es halt echt sein. Mhm. Kann ich voll verstehen. Einmal nach, okay. Unten, nach unten schauen. Unten. Genau. Und deutsche YouTuber? Ich schaue, oh, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die macht total witzige Videos. Die ist auch immer total schick angezogen. Ihr Mann ist total sehr sympathischer. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Die heißt Nina. So. Ach so, voll schön geschnallt. Das war der Toastbrot-Alarm, das war so. Ja. Ich wollte gerade sagen, hä, die heißt ja wie ich. Die heißt ja wie ich, so, oh, voll die Süße bestimmt. Nein, ich liebe es, deine Videos zu schauen. Ehrlich? Ohne Spaß, ich sage das nicht nur, weil ich jetzt hier gerade neben dir sitze. Ich habe dich immer ganz oben in meiner Abo-Box. Ich schaue Hattis Videos sehr gerne, ich schaue Taras Videos. Oh, entschuldige. Oh. Zack, seht ihr, da kam direkt Hatti, Tara, Oscar. Miss Bella schaue ich auch gerne. Und du, wer sind deine deutschen Favoriten? Deutsch ist schwierig, da bin ich dann eher so, gucke ich dann gerne die, die ich auch gerne mag. Okay, ja, geht mir aber persönlich ähnlich. Mit Sympathie ja. Zu tun. Deine Videos gucke ich sehr gerne. Oh,
Tara gucke ich gerne. Hatti gucke ich auch sehr gerne. Saskia gucke ich sehr gerne. Welche Saskia? Saskias Beauty Blog. Da muss ich mal öfter reinschauen. Da habe ich bestimmt vor einem Jahr oder so das letzte Mal geguckt. Da hänge ich definitiv hinterher. Entschuldigung, Saskia, ich werde demnächst mal bei dir vorbeischauen. Ja, stimmt, Sarah Novak. Stimmt. Genau. Sarah, die gucke ich auch sehr gerne. Sarah Novak. Ja, mega spannend. Auch in letzter Zeit einmal nach oben schauen. Mit den Schwangerschaftsupdates und so. Kleine das ist mega Kugel. Cool. Oh, da kommt noch einiges dazu. Total schön. Die beiden sind so ein schönes Paar. Ja, auch der Domi. Ja, Dennoch, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ja, wir haben bestimmt irgendjemanden ganz Wichtiges vergessen. Ja. Ich finde, man sucht sich auch immer so die YouTuber aus, mit denen man privat auch befreundet sein könnte. Mhm. So vom Typ her. Doch, ich glaube auch. Klar, wenn mir jetzt jemand irgendwie vom Typ total unsympathisch ist, dann schaue ich seine Videos halt auch nicht. Mhm. Das ist ja Zeitverschwendung. Ich finde das Blau voll schön. Du hast was anderes. Ich habe was anderes? Ja, du hast Perlmutt. Was sagst du? Ich super. Super bis jetzt. Ja. Nicht klar. Nee, sieht richtig gut aus. Warum? War das ironisch gemeint? Nee, er meint das ernst, aber weil es ist halt schon Glam, aber es ist halt nicht so Glam, wie ich manchmal übertreibe. Und das war ein Wink mit dem Zaunfall ins Gesicht, dass ich es zwischendurch halt immer noch zu doll mache. So. Und er sich wünschen würde, oh, sei doch auch so elegant wie Nina. Ach so. Oh. Das ist krass, wenn man sich gut kennt, braucht man nicht viel Wörter, da reicht der Ton. Ja, ja. Da reicht manchmal auch ein Blick. Ja, ja. Das man ist sagt bei mir gar nichts auch. Und dann sagt ihr gegenüber ganz ehrlich Halsmaul. Ja. So. Man hat eigentlich nur. Das war mein Halsmaul. Wir geben jetzt einfach nochmal eine Schicht Mascara drüber, weil die Wimpern haben leider gerade gar nicht gepasst. Obwohl die so toll sind. Na, du schwörst da drauf. Ich liebe die. Hätte ich gerne mal ausprobiert, aber ich will nicht, dass du die jetzt extra kaputt schneidest. Ziehen wir jetzt hier noch eine schöne Lippe. Aber wenn jetzt Lashes nicht sind, dann muss ich die Augen gleich noch ein bisschen dunkler machen. Thank you. Hast du einen Lieblings-Lipgloss? Dior. Der Lip Maximizer. Der ist so schön. Ja, habe ich schon so oft gehört. Olesya, gut. Olesya gucke ich auch gerne. Meine liebste Olesya. Die besuche ich jetzt am Wochenende. Gott, wie konnte ich die denn vergessen? Cool. Die hat auch den Dior Lipgloss. Und der die ist auch so gesagt, toll. Der ist richtig gut. Oh Gott, Olesya, sorry. Nina guckt die ganze Zeit in den Spiegel. Aber nicht richtig. Ich habe nur kurz geguckt wegen meinen Haaren. Das war wie so eine kleine Schwester. So, Mama, guck mal, die ist ja. Petzen. Und dann leugnen, hab ich gar nicht. Stimmt gar nicht, die haben nicht geguckt. Okay, das versiegeln wir jetzt noch einmal mit demselben Setting Spray wie am Anfang von Kat Von D. Und dann ist Nina bereit zum Shopping. Mhm. Oh, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Wow, hello. Darf ich jetzt offiziell auch richtig gucken? Yes, du darfst. Ich habe immer nur so hier so geblinzelt. Artiplätze, fertig, los. Oh mein Gott, krass, voll anders. Findest du? Ich war erst zwischenzeitlich nicht sicher, ob es doll genug ist. Ich erkenne mich gar nicht wie. Ach, so ein Quatsch. Nee, ernsthaft. Findest du? Ja, ich habe noch gedacht, oh mein Gott, Julina, du hättest viel mehr drauf spachteln müssen. Also dieses Rot finde ich orange. Mhm. Ist auch eine Farbe, die ich normalerweise nicht nehmen würde. Und das Lila unten. Schön. Aber wäre ich auch nie auf die Idee gekommen. Der Highlighter ist krass. Ist das jetzt so ein Everyday-Look? Das wäre eine Kombi aus Everyday und Instagram. Glam. Ja, so wäre YouTube-Videos. So mache ich mich normalerweise fertig. Wenn ich halt nicht gerade eine Make-up-Challenge hinter mir habe, sehe ich auch nicht so aus. Aber voll gut konturiert, also perfekt. Ohne Spaß, die NYX-Dinger waren der absolute Wahnsinn dafür. Ja. Kauft euch die alle.
braucht ihr? Also ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt zu diesem Look sagt. Könnte ich das mal öfters machen, so orange? Ich bin auch ein bisschen heller geschminkt, als ich normalerweise bin, ne? Aber dafür sind die Wangen halt schön dunkel gebronzt und so. Es ist ein bisschen mehr Dimension drin als alles eine Farbe. Stimmt. Mehr Dimension drin als sonst. Deswegen ist das vielleicht für mich so ein bisschen anders noch. Ja. Aber gar nicht schlecht, also nicht im negativen Sinne. Aber dir gefällt es? Ja. Yay! Sehr cool. Mir gefällt es, ist natürlich ungewohnt, aber trotzdem finde ich es richtig schön. Was sagst du? Nichts Falsches sagen. Ich finde es richtig schön. Findest du gut? Ja, finde ich gut. Ich hoffe, dass euch unser Video gefallen hat und ich freue mich sehr, dass du auch mal auf meinem Kanal zu Gast warst. Ja, es war mir eine Ehre. Und dass ihr hier bei mir seid. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und schaut unbedingt mal bei der Jolina vorbei auf ihrem Video, wo ich dann auch zu sehen bin und wie wir unsere Sachen tauschen. Genau, wir haben unser Make-up getauscht und das war crazy. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.